Gelesen aus 365 mal er von Wilhelm Busch. 4. April. Die Hüter am Grabe Jesu erschraken vor Furcht und wurden, als wären sie tot. Matthäus 28, Vers 4. In einem der technischen Zukunftsromane schildert H. Dominik eine packende Szene. Man hat einen neuen gewaltigen Panama-Kanal gegraben. Am Einweihungstag hängen tausende von Flugschiffen in der Luft. Die Passagiere beobachten, wie die letzten Barrieren gesprengt werden. Von beiden Seiten rauschen nun die Wasser zweier Ozeane in das Kanalbett. Dort, wo sie zusammenstoßen, entsteht ein toller Wirbel, ein unerhörter Zusammenstoß der Wogen. Genauso geht es zu, wenn die menschlichen Vorstellungen und göttliche Tatsachen aufeinanderprallen. Da geht es nicht anders ab, als dass der Mensch bis in den Tod erschrickt. Ohnmächtig werden die Grabhüter, als Jesus aufersteht. Sie können das Geschehen nicht fassen. Immer wieder hören wir im Neuen Testament von solchem Zusammenprall mit der göttlichen Wirklichkeit. Die Hirten in der Weihnachtsgeschichte fürchteten sich. Als Gott sich zu seinem sterbenden Sohn bekennt, und als die unheimliche Finsternis hereinbricht, schlagen die Leute an ihre Brust und fliehen. Als Petrus seinen seltsamen Fischzug tat, fiel er Jesus zu den Füßen und sagte erschüttert: Geh hinaus von mir, denn ich bin ein sündiger Mensch. Ich kann mir nicht denken, dass ein Mensch zum Glauben kommt, ehe er durch diesen Schrecken gegangen ist. Wo aber der Mensch sich beugt unter die Wirklichkeit Gottes und seiner Taten, da bricht Gottes Reich in unseren Herzen an. Da lernt man verstehen, was Gott durch Jesus für uns getan hat. Man nimmt es an, glaubt und betet an. Herr, erleuchte uns, dass wir glauben können. Amen.